Willkommen zurück zu unserem Durchgang mit Herzogtum Tirol. Ein neuer Tag bricht an im Jahre 1097 und es hat sich viel getan. In der letzten Folge haben wir das Herzogtum Kärnten erfolgreich erobert und integriert in unser wunderbares eigenes Herzogtum. Außerdem haben wir den Bischof Otto, den Kinderfresser, eingekerkert, wo er dann letztendlich auch verstorben ist, der alte Lump, der uns hier einfach verführen wollte, kleine Säuglinge zu verspeisen. Was zum Henker. Außerdem haben wir unsere Ehefrau im Schwarzer Silberbergwerk bestattet, das hier oben irgendwo in Innsbruck gebaut wurde und uns momentan plus 3 Steuern gibt. Es ist offenbar eine Pilgerstätte für unsere Ehefrau und wahrscheinlich werden wir uns ein bisschen an den Einnahmen dort auch beteiligen. Und der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen und nicht, wie von mir ursprünglich gedacht, nach Jerusalem, sondern nach Valencia hierüber. Voller Eifer und Tatendrang haben wir gleich mal unsere Belagerungsarmee hierüber geschickt, nur um kurzerhand gleich wieder hier drüben, ich glaube in Valencia war das, vernichtet zu werden. Natürlich nicht aus eigenem Verschulden, sondern weil unsere Mitkreuzzügler es einfach nicht auf die Reihe bekommen, hier die gegnerischen Einheiten unter Kontrolle zu bekommen, sodass wir hier in Ruhe belagern können. Aber hey, so ist es halt mal. Wir werden jetzt leider nicht mehr ausheben können. Dafür haben wir zu viel Truppen verloren. Das heißt, der Kreuzzug wird jetzt weiterhin ohne uns stattfinden. Ist halt leider so. Wir hatten momentan hier eine Kriegsbeteiligung Rang 1. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Aber ist halt mal so. Das wird sich jetzt, denke ich mal, im Laufe der Zeit schon noch ändern. Gut, ansonsten gab es noch ein neues Update, 1.9.1 gab es, mit ganz vielen neuen Bugfixes, also ganz vielen neuen Fehlerbehebungen und auch nochmal 2, 3 neuen Sachen. Unter anderem gibt es jetzt Points of Interest, das heißt besonders interessante Punkte, die man bei einer Reise besuchen kann. Ich bin mal gespannt, wenn wir die nächste Reise antreten, ob man das erkennen kann, weil ich das selber noch gar nicht gesehen habe. Also die sollen jetzt hier schon mal für ein bisschen Abwechslung sorgen. Und es wurden auch mehrere neue so Todesevents eingeführt, sowohl zum Beispiel für Armeen, aber auch für Reisen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu übertrieben, dass man hier bei jeder zweiten Reise gleich mal stirbt. Aber mehr Events ist immer besser, finde ich. Außerdem wurden ganz viele Anpassungen gemacht, was jetzt die Belohnungen betrifft für die neuen Events und auch die neuen Reisen. Wir hatten ja zum Beispiel auf der Pilgerreise, ich glaube, 1800 Frömmigkeitspunkte erhalten, was schon echt ganz schön viel ist. Und das wurde jetzt alles angepasst, sowohl bei der Pilgerreise als auch bei den anderen entsprechenden Events. Und das soll jetzt ein bisschen reduzierter sein. Gut, wir werden mal schauen, wie sich das jetzt im Laufe der Zeit auswirkt. Wenn ich mich noch richtig erinnere, es ist schon wieder etwas her, seit ich zum letzten Mal hier gespielt habe, wollten wir auch noch Frömmigkeit ansammeln für irgendwelche Ansprüche. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ich werde jetzt einfach mal die Pause rausnehmen, weil wir mal schauen müssen, dass wir erstmal wieder unsere Truppen aufbauen. Beziehungsweise wir gucken mal ganz kurz, ob es noch irgendetwas gibt, und um das wir uns kümmern müssen. Wir haben hier eine Freiheitsfraktion für die niedrige Lehnsautorität. Wir sind aktuell auf Stufe 2, da sollen sie sich nicht beschweren. Stufe 2 ist ja eigentlich Stufe 1. Keine Ahnung, wieso der Graf Otto von Brixen hier schon wieder quengelt, dass das geändert werden soll. Aber er hat sowieso nicht die Macht, um hier irgendwas zu machen. Wir wollten Salzburg angreifen, richtig? Wir müssten dafür eigentlich auch einen Kriegsgrund haben. Das Problem ist, ich habe aktuell zwar ganz viele Truppen, aber da sind jetzt wahrscheinlich auch die Verbündeten mit dabei. Er hat 1300, das heißt, wir werden unsere Truppen auffüllen und dann mal schauen, dass wir hier rüber marschieren nach Salzburg. Aber das sieht sehr schlecht aus hier momentan mit den Aufgeboten. Na gut, wir werden etwas warten. Ist denn unser Ratsmarschall aktuell, der ist momentan an der Kontrolle in Innsbruck dran, richtig? Ist der hier drin? Er ist in Innsbruck. Wir haben in Innsbruck 79. Bin geneigt, dass wir den wieder rausnehmen für die Armee zur Organisierung, damit wir uns etwas schneller organisieren können. Später können wir den immer noch reinsetzen.
Dann, unser Sohn hatte offenbar noch Nachwuchs und hat uns nichts gesagt. Unser Sohn, der hoffentlich jetzt nicht mehr mitkämpft, der wurde ja auch rausgenommen aus der Armee. Und zwar eine Tochter, die Elisabeth von Formbach, die momentan kränklich ist, schwerer Gesundheitsmalus. Meine Güte, das hört sich kränklich, hört sich so, ja, ist jetzt vielleicht eine kleine Sommergrippe oder so, keine Ahnung. Aber schwerer Malus hört sich jetzt schon sehr ernst an. Wir gucken mal, ob hier die Elisabeth überhaupt überlebt. Und wie es ihr dann anschließend noch geht. Gut, ich glaube, das war es aber auch. Außerdem müssen wir noch das Königreich ausrufen. Das Königreich Bayern. Dafür brauchen wir aber etwas mehr Geld. Gut, ich nehme mal die Pause raus. Und dann schauen wir mal. Unser Sohn könnte sich eine Zahlung leisten. 5 Gold. Für das Druckmittel Zahlung verlangen brauchen wir momentan nicht. Feinde treten aus dem Krieg aus. Das betrifft jetzt hier den Kreuzzug. Wir bekommen nochmal Steuern. 110. Das trifft sich richtig gut. Wunderbar. Wir können ja mal gucken, wie jetzt aktuell so der Kreuzzug hier drüben verläuft. Ja, momentan. Gott, Gott, guckt euch an. 4000 fahren hier rüber, anstatt hier den 2000 Unterstützung zu geben. Was ist hier los? Wieso ist, was ist für ein Fluch? Was liegt für ein Fluch auf unserer Familie? Die werte Hildeburg. Ich mag euch zwar was nicht geliebt haben. Das ist korrekt. Wir haben sie eigentlich nur wegen dem Namen geheiratet, ne? Und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen für die letzten, wann war das jetzt? 2, 3 Jahre? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Okay, oh, an was ist sie gestorben jetzt? An Altersschwäche schon, jetzt schon mit 61. Ich meine, wir sind 58. Das ist, okay, wir müssen mal kurz Pause machen. Das sieht sogar so aus, als würde hier die kleine Armee gewinnen. Guckt euch das an hier. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal eine Ehefrau. Für unsere, das ist dann mittlerweile die dritte Ehefrau. Oh, Hildeburg Jattenois springt mir hier gleich ins Auge. Keine Ahnung, wieso ich jetzt plötzlich immer auf diese Namen fixiert bin. Wir gucken mal in die Bündnismacht rein. Prinzessin Gertrude vom Heiligen Römischen Reich. Ja, dies, wir bräuchten eigentlich jemanden, der nicht mehr fruchtbar ist, damit unsere Nachfolge nicht noch durcheinander geschmissen wird. Weil das kann nochmal ganz viel ändern, vor allem wenn wir das Königreich nicht haben. Deswegen würde ich hier auch kein Risiko eingehen. Wir werden mal einstellen, eine unfruchtbare Ehefrau. Inklusive Bündnismacht, Königin Mutter Mencia Lopez von Kastilien. Hier drüben würde uns ein Bündnis von 4400 geben. Gertrude, Ettel, Gifu. Ich gucke nur mal ganz kurz durch, ob hier ein Name mit dabei ist, der mich anspricht. Vielleicht finden wir noch mal jemanden, der zu uns besser passt, wie die Königin Mutter hier oben. Aber das sieht jetzt eher, naja, also bündnismäßig auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben unser Glück überstrapaziert. Hildegard, Hildetrude. Wir haben alle diese Namensträger geheiratet und jetzt sind keine mehr da. Das heißt, wir werden die Königin Mutter Mencia Lopez von Kastilien heiraten. Das wird eine reine Zweckhochzeit. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Wer weiß, vielleicht wird die Liebe nochmal entfacht. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wir geben das auch offen zu. Das wird hier ein reines Zweckbündnis hier vorne. So, Prachthochzeit wird nicht gemacht. Matrilinear wird auch nicht gemacht. Passt. Wunderbar. Gut, jetzt gucken wir uns mal kurz diese Schlacht hier vorne an, weil das echt sehr interessant ist. Aber er wird über kurz oder lang wird er wahrscheinlich durch die höhere Anzahl an Truppen hier das gewinnen. So, an den heiteren Heinrich. Wir sind der heitere Heinrich. Der heitere Heinrich. Der heitere Herzog Heinrich, der Verräter. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Na gut. So, also wir haben geheiratet.
Ja, guck, der gewinnt er jetzt. Nee, das schafft er doch nicht. 129. Das muss doch jetzt umschlagen. Ja, jetzt schlägt es um. Sehr kurzfristig schlägt es um, weil ihm die Leute ausgehen. Aber sehr knapp geworden, ne? Wie man hier sehen kann. Oh, jetzt. Jetzt ist hier kurz vorher sind hier nochmal Truppen reingedotzt. Das war aber jetzt knapp kalkuliert, liebe KI hier. Meine Güte. Das war ja kurz vor knapp. Da waren jetzt noch irgendwie 10 Leute übrig. Und dann ist Verstärkung eingetroffen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr schön. Okay. Na gut, also es sieht so aus, als würde dieser Kreuzzug tatsächlich gewonnen. Aber wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, hier vorne ist es relativ einfach in Jerusalem mit den Riesenreichen hier. Ich denke mal, da hätte der Papst wahrscheinlich wieder komplett versagt. Ich liege gemütlich im Bett, als ich eine vertraute Berührung auf der bloßen Brust spüre. Erst denke ich mir nichts dabei, doch als ich mühsam die Augen aufschlage, sehe ich meine lang verstorbene Affäre und Ehefrau, möchte ich hinzufügen. Herzogin Hildegard von Tirol, die neben mir sitzt. Oh Gott, wir träumen von unserer Ehefrau, Herzogin Hildegard. Du bist sehr vermisst. Oh Schönheit, es ist schon so lange her, nicht wahr? Doch wenn ich euch halte und küsse, bringt die Liebe euer Herz denn nicht zurück in jene Tage, als ob es erst gestern gewesen wäre. Haltet mich, Schönheit, liebt mich von Neuem. Ich kann es kaum glauben, doch sehe und spüre ich sie. Ich weiß zwar, dass es nur ein Traum ist, und doch kann ich kaum widerstehen. Ach, guck an, wir träumen von unserer Ehefrau, unserer toten Ehefrau, und werden uns noch einmal lieben mit ihr. Haltet mich wie vor langer Zeit. Wir haben sinnliche Träume, das heißt Anspannungszuwachs reduziert, Verlust, Fruchtbarkeit reduziert ist okay. Wieso denn Fruchtbarkeit reduziert? Oder hinfort, wir widerstehen. Ja, die Meinung unserer Ehepartnerin ist uns egal. Die ist uns egal. Wir geben uns dem sinnlichen Traum hin. Das hat die Hildegard auf alle Fälle verdient. Wir vermissen sie sehr. Ich bin mir sicher, ihr da draußen vermisst sie auch sehr. Wir geben uns dem hin. Hatte ich bisher noch nicht dieses Event. Sehr schön, freut mich, dass hier quasi auch nach dem Tod noch an die Ehefrau gedacht wird. So, jetzt gucken wir mal rein, wie der aktuelle Stand ist. Wir sind immer noch, wieso sind wir denn immer noch Rang 1? Was passiert denn hier? Kann eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Gut, also dann werden wir mal darauf wetten, dass der Kreuzzug gut ausgeht. Ansonsten, ich würde gern auch noch ein Fürstengebäude bauen, ne? Und zwar hier vorne in Innsbruck fehlt uns noch eins hier. Das kostet aber auch schweineviel Geld. Da würde ich aber vorher das Königreich noch ausrufen, bevor wir hier dann Geld investieren. Ein Höfling unter Freunden. Mein Vasall Graf Berthold hat mich mit einem Besuch beehrt und mir einen seiner Höflinge mitgebracht. Berthold tritt aufgeregt an mich heran. Wohlan, Herzog Heinrich. Es freut mich zu sehen, dass es euch hier in Innsbruck gut geht. Mir ist aufgefallen, dass Nizzo an eurem Hofe nützlich sein könnte. Er verfügt über ungeheure Mengen an Einfluss und zahlreichen Methoden, um sich um Dinge diskret zu kümmern. Ich würde ihn ja gern selbst beschäftigen, doch leider scheint dies unmöglich. Der Graf Berthold von Lienz hat eine schlechte Meinung von uns. Er ist ein Eiferer. Wieso sollte er mir hier so zu Hilfe kommen? Nizzo von Treven. Oh, ist der groß. Meine Güte, der reicht der Bildschirm gar nicht aus. Ein flüchtiger Schatten. Naja, flüchtiger Schatten ist aber jetzt bei der Größe ganz schön übertrieben, oder? Der kann ja, der kann sich ja gar nicht heimlich bewegen, weil der aus der Masse so heraus tritt hier. Er ist außerdem gerecht, er ist schüchtern und feige. Was will mir hier Graf Berthold andrehen, frage ich mich. Ich meine, er hat gute Werte im Ränkespiel. Genauso wie unser aktueller Graf Friedrich. Aber ich traue der Sache nicht, Leute. Ich traue der Sache nicht. Das wirkt mir zu konfus. Wenn das jetzt so ein kleiner, vielleicht intrigant wirkender Charakter wäre. Aber da passt ja hinten und vorne nichts zusammen. Da will der doch irgendwas aushecken hier. Nein, wir lehnen natürlich höflich ab hier. Wir kommen einer Rivalität mit Graf Berthold näher. Bloß weil wir jetzt hier ablehnen. Da muss er aber jetzt durch hier. Da kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Das ist ja verrückt. Keine Ahnung, was dieser Höfling dann an meinen Hof gemacht hätte, wenn der jetzt hier tatsächlich reingekommen wäre. Oh, wir können unseren Sohn erpressen.
Sehr schön. Wir können 50 Gold von unserem Sohn erpressen. Wir machen das mal, damit wir hier Geld bekommen. Wir brauchen, ich glaube, 500, oder? Für das Königreich. Wir brauchen aber auch, ich glaube, wir brauchen noch irgendwas. Ich glaube, wir brauchen noch irgendwie Domänen 2 oder so. Königreich Bayern. Ah, wir brauchen noch 2 Domänen. Und das wäre dann hier das Fürsterzbistum. Aber bitte jetzt nicht sterben. Also wir jetzt nicht sterben. 1300, 1200 plus dann unsere Bündnispartner. Wir haben ein paar Bündnispartner. Nordgau ist mit dabei. Timo, unser Sohn natürlich. Ja, es ist eigentlich nur Nordgau und Kastilien. Aber wir müssen, denke ich mal, warten, bis der Kreuzzug vorbei ist. Was er ja bald ist, wenn ich das richtig interpretiere. Gut. Aber für was wollte ich nochmal die Frömmigkeit mir holen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. War das für Ansprüche beim Papst? Gibt uns der noch Ansprüche, der Papst? Kann das sein? Wenn wir jetzt noch sagen, wo war das hier? Die Steiermark zum Beispiel. Wenn wir hier einen Anspruch erbitten. Oh, tatsächlich, er würde tatsächlich annehmen hier. 440. Aber wenn ich jetzt, ja, wir könnten jetzt auf Pilgerreise gehen, während der Kreuzzug ist und damit quasi unsere Frömmigkeit kundtun. Vielleicht, es wird schon sehr knapp, ne? Wir sind 59, ich denke mal, wir sind jetzt auch nicht der Fitteste. Es könnte schon nochmal schief gehen hier. Also, religiöse Überzeugung. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Graf Otto in Einklang mit meinen Interessen zu bringen, der Brixen. 32 Minuspunkte. Wir können ihn überzeugen. 85%. 15%, wenn wir Prestige einsetzen. Wir machen das mal. Und schauen mal, ob wir hier Meinung... Ah, sehr schön. Wunderbar. Der Brixen ist überzeugt. Perfekt. Okay. Das heißt... Ah, jetzt wenn wir nochmal auf... Jetzt... Na, wir haben jetzt die Wahl. Wir gehen jetzt entweder auf Pilgerreise. Kostet mich nochmal wahrscheinlich ganz schön viel Geld. Durchschnittskosten 185. Wir müssen das vielleicht klein halten. Und bekommen dadurch Frömmigkeit, können dann nochmal Krieg erklären, zum Beispiel der Steiermark hier drüben. Auf der anderen Seite weiß ich ja gar nicht, ob ich dann den Anspruch noch durchdrücken kann, bis ich wieder da bin. Ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Salzburg. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Wir konzentrieren uns auf Salzburg. Warten, bis der Kreuzzug vorbei ist. Dann wird Salzburg angegriffen. Dann müssten wir in der Zwischenzeit genügend Geld haben, um das Königreich zu gründen. Und wenn wir dann noch leben, können wir immer noch entscheiden, dass wir auf Pilgerreise gehen. Das ist dann auch zwar Risiko, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, wenn wir dann sterben. Ne? Ansonsten gebe ich nämlich jetzt Geld aus für das Königreich, für die Pilgerreise. Und wir können das Königreich nicht mehr gründen. So, 70%. Wieso ist unsere Kriegsbeteiligung so hoch? Kann ich mir nicht erklären, was da los ist. Wieso? Wir sind einmal rübergeschippert mit einer kleinen Armee, sind hier rein, haben kurz anbelagert und wurden dann ordentlich verprügelt. Und zwar so, dass niemand mehr nach Hause kam. Also von daher, das ist seltsam. Also wenn jetzt noch auch hier unsere Tochter eingesetzt wird... Das wäre ja ziemlich krass, aber ja, wir gucken mal. Nee, jetzt sind wir Rang 2, okay. Aber Wahnsinn, wie lange das jetzt gehalten hat, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt hier auch ein bisschen Geld bekommen. Ein bisschen Frömmigkeit auch. Und da ist der Kreuzzug auch schon vorbei. St. Georg hat Königin Beatrice den Sieg im Heiligen Krieg zu Valencia geschenkt. Das war echt knapp. Das war jetzt so knapp, dass fast unsere Tochter hier an der Reihe gewesen wäre. Nachdem sie Ali und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnte, zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Wer ist das denn? Die Königin Beatrice. Woher kennen wir die Königin Beatrice? Weiß es nicht. Herzog Henry von Burgund ist der Vater. Na gut. So, wir warten mal kurz ab. Also, wir haben den Papst geführten Krieg gegen Ali Amirid gewonnen. Ist er das? Ja. Er ist nur noch wandernd jetzt. Mal gucken, was wir bekommen. Das ist ja das Wichtigste. Wir haben 470.
60 Gold haben wir bekommen. Das ist ja auch noch viel zu überdimensioniert, Leute. Für unsere Leistung jetzt. Also wir sagen natürlich nichts. Wir werden da natürlich jetzt nicht aufbegehren oder werden da jetzt sagen, wir wollen eine Korrektur. Da wären wir ja schön doof. Wir bekommen 671 Frömmigkeit und 2797 Prestigepunkte. Wow. Wow. Ich bin ja megamäßig erstaunt hier, was da los ist. What? Und unsere Tochter ist jetzt Herzogin Hildegard von Mallorca geworden. What? Ich brech ab, Leute. Wir fahren hier auf Malle. Wir fahren auf Malle zum Feiern. Herzogtum von Mallorca wird von der Tochter angeführt. Die verheiratet ist mit dem Wiggerich von Babenberg. Sohn von Herzog Gebert von Nordgau. Achso, das war der. Ich glaube, die Verlobung haben wir ja eingestellt, damit wir unser Bündnis bekommen. Das ist was für ein schönes Finale dieser neuen Folge hier. Meine Güte. Fraktion geschaffen, die Belohnung. Hildegard wurde belohnt tatsächlich. Okay, sehr schön. Freut mich natürlich. Auch wenn sie jetzt nicht Königin geworden ist. Das wäre krass, wenn die gute Hildegard auch noch Königin geworden wäre vor ihrem Vater. Das ginge ja gar nicht. Also von daher bin ich da schon ganz froh, dass sie nur Herzogin geworden ist. Wie fantastisch ist das denn, bitteschön? Das ist ja toll. Okay, wir haben eine Tochter, die Herzogin ist. Wir haben ganz viel Geld jetzt bekommen. Wir haben ganz viel Frömmigkeit und Prestige. Das heißt, wir können in der nächsten Folge... Wir können in der nächsten Folge endlich Salzburg angreifen. Wir hätten dann sogar noch, wenn das mit den Bündnispartnern nicht klappt, auch noch die Möglichkeit, Söldner zu holen. Plus, wir könnten zum Beispiel uns doch einen Anspruch auf Steiermark jetzt holen. Ich werde mir... Ach, jetzt? What? Jetzt nicht mehr? Null Punkte plötzlich? Nachdem wir im Kreuzzug so viel geleistet haben... Ich werde mal gucken, ob es hier irgendwo noch etwas gibt, auf das der Papst uns Anspruch gibt. Vielleicht ist Steiermark ein kleiner Sonderfall, aber vielleicht gibt es hier in der näheren Umgebung zumindest noch ein Herzogtum, das wir uns holen können. Ansonsten geht es in der nächsten Runde nach Salzburg und dann wird, denke ich mal, auch schon das Königreich ausgerufen. Was für eine formidable, das waren jetzt 2 Jahre, oder? Formidable 2 Jahre, die wir hier jetzt erleben durften.